Und zwar geht es heute um Tiger Deals. Ein paar von euch, vielen Dank für die vielen Kommentare, haben uns mitgeteilt, dass wohl Tiger Deals nicht mehr funktioniert, nicht mehr auszahlt und dass es Betrug ist. Und das will ich jetzt mal testen. Das wäre nämlich echt schade, wenn die Seite nicht mehr funktionieren würde. Und ja, wir sehen uns gleich auf meinem Laptop wieder. Und zwar erstmal vielen Dank für die vielen Kommentare. Und ja, hier ist halt von Betrug die Rede und von davon, dass Tiger Deals halt nicht mehr auszahlt. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wäre echt schade. Deswegen testen wir das jetzt einfach einmal. Ja, ist sicherlich nicht das hier gemeint. Also es gibt hier auch Produkte, da gibt es halt einfach Codes und dann sparst du die Hälfte. Zum Beispiel hier 50% Rabatt. Aber es geht ja hier jetzt um Cashback, wenn sie nicht auszahlen. Und zwar gucken wir uns mal irgendwo ein Produkt, suchen wir uns jetzt mal aus, wo hier oben auch Cashback steht. Ja. Genau, dieses wunderschöne Messer hier bestellen wir uns jetzt. Dazu klicken wir einfach auf Deal sichern. Genau, 18, 16 bekommen wir zurückerstattet. Jetzt Cashback hier sichern. Und zwar müssen wir jetzt, bitte suche auf nach Kochmesser und finde dieses Produkt. Dann wollen wir mal suchen. Kochmesser. Und finde dieses Produkt. Das sollte es sein. 22,99. Bitte gib die Bestellnummer ein und lade ein Foto der Bestellbestätigung hoch, nachdem der Artikel auf Amazon gekauft wurde. Die Bestellnummer, das Datum und das Produkt müssen klar auf dem Foto ersichtlich sein. Siehe Beispiel. Gut. In den Einkaufswagen. Zur Kasse gehen. Genau, und dann klicken wir jetzt auf Jetzt kaufen. So, vielen Dank für Ihre Bestellung. Hier haben wir die Bestellnummer. Die kopieren wir uns. Und schmeißen die hier hin. So, bitte gib die Bestellnummer ein, lade ein Foto der Bestellbestätigung hoch, nachdem der Artikel auf Amazon gekauft wurde. Du hast 24, die Bestellnummer, das Datum und das Produkt müssen klar auf dem Foto ersichtlich sein. Dann gehen wir mal auf unser E-Mail-Postfach. Hier haben wir die Bestellung oder die Bestellbestätigung. Steht ja hier oben auch, ne? Jetzt kopieren wir das einfach einmal alles. Ach, von wegen kopieren. Mit dem Sniping-Tool machen wir einfach quasi ein Foto davon. Zack. So. Speichern uns das natürlich irgendwo da ab, wo wir doch wiederfinden. Macht Sinn, oder? Und zwar Messer. Messer als PNG. Ja, gut. So, und hier Foto hier einfügen oder klicken auf Hochladen. So, hier irgendwo muss es sein. Genau, hier ist es. Dann klickt man hier auf Bestätigen. Nach 15 Tagen erhältst du dein verausgelagtes Geld zurück. Nach 15 Tagen. Also am 27.07. Genau, dann wird noch ein Video kommen und dann sage ich euch Bescheid, ob es denn geklappt hat. Wenn nicht, schicke ich natürlich das Produkt wieder zurück. Macht ja dann keinen Sinn mehr. Ja, wie ihr gesehen habt, ich warte jetzt bis zum 27. Mal, glaube ich. Ja, bis zum 27.07. Und dann gibt es halt noch ein Video. Ich werde es auch hier direkt unten in den Kommentare schreiben, sobald die Auszahlung denn da ist. Und ja, dann werden wir ja sehen, ob es klappt oder nicht. Die Rabattierung, also gibt ja immer Cashback und immer einen Rabattcode. Also das mit dem Rabattcode funktioniert tadellos. Das ist also null Problemo. Und jetzt testen wir einmal den Cashback. Und ja, ich bin gespannt. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn die Seite noch funktionieren würde. Und Leute, das Wichtigste im Leben ist, diesen Kanal zu abonnieren.
Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Einmal auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr noch geilere Typen seid, noch geiler als abonnieren, wir abonnieren und liken und einen schönen Kommentar lassen, dann freuen wir uns. Bis demnächst.